Echo von der Feldbergstrasse. So nennt sich das urbane Jodler-Duo aus Basel, bestehend aus den beiden Profisängern Dina Jost und Thomas Maria Reck. Sie singen traditionelle Naturjodel, aber auch Eigenkompositionen auf der Bühne oder auch im Alltag in der Stadt. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch darf sein in deinem Atelier. Meine erste Frage ist gerade, ihr seid ja beides Wahlbasler. Ihr kommt ja aus ganz unterschiedlichen Ecken von der Schweiz. Woher und wie hat es euch auf Basel verschlagen? Ich wohne seit mehr als 20 Jahren in Basel, komme wieder gehört aus Bern und bin aus beruflichen Gründen auf Basel gekommen. Was genau beruflich? Ich bin Lehrerin. Und was war bei dir der Grund, warum du auf Basel gekommen bist? Ja, ich komme aus dem St. Gallen Rintal. Das gehört man noch ein bisschen in meinem Dialekt, obwohl ich schon seit 30 Jahren oder mehr in Basel bin. Und wenn man dort aufgewachsen ist, muss man irgendwann auch mal weg. Und Basel war eine gute Destination, beziehungsweise Kleinbasel. Wir sind ein Kleinbasler Duo. Euch geht es seit 10 Jahren. Ihr habt jetzt 10-jähriges Jubiläum zusammen. Gratuliere. Zuerst einmal, viele Sänger kommen ja irgendwann so zum Jodeln. Ich selber bin ja auch ein bisschen den Weg zum Jodeln gefunden. Wie ist das bei euch vonstatten gegangen? Wann hast du das Jodeln entdeckt? Ich weiss nicht mehr wann genau. Ich habe einfach gemerkt, dass es mich immer hat fasziniert und dass es mich so wie angezogen hat. Und dann habe ich irgendwann mal dem nachgegeben und bin in verschiedenen Jodelkursen, Workshops, Zeugsgeschichten. Und habe es mir auch selber beigebracht und bin durch die ganze Reise gegangen. Und du, hast du schon früher von Jodeln oder ist das erst mit der Zeit, hast du das für dich entdeckt, hey, ich will auch Jodeln? Ja, dort wo ich herkomme, kommt man eigentlich ums Jodeln nicht herum. Also zumindest der Naturjodel aus Appenzell, Ausserrhoden, Innerrhoden, der begegnet einem einfach. Und das hat mich schon als Kind eigentlich sehr angezogen. Und ich habe das einfach mit mir als auf meinem sängerischen Weg mitgenommen, aber jetzt nicht besonders ausgedehnt. Ich habe mich nicht als Jodler gesehen, sondern als Sänger. Und vor etwa 15 bis 20 Jahren ist dann das Interesse plötzlich sehr gross geworden an mich als Gesangslehrer auch. Hey, könntest du zeigen, wie das geht mit dem Jodeln? Und ich habe dann gemerkt, dass ich die Technik kann vermitteln und dass ich das auch gerne mache und bin eigentlich auf dem Weg zum Jodellehrer geworden. Was macht für dich die Faszination vom Jodeln aus? Also eine wichtige Faszination ist das Körperliche, das in dem Sound drin ist. Ein sehr körperlicher Sound. Und das Spielen mit diesen beiden Registern, Kopfstimme, Bruststimme, hat etwas sehr Lebendiges und Erfrischendes. Und es macht einfach viel Freude. Und das sehe ich bei den Leuten auch, die das mit mir oder mit uns zusammen machen. Jetzt, wie habt ihr zwei zueinander gefunden? Also Basel ist ja eine kleine Stadt. Und dann ist es wie, also ist wie klar gewesen, dass sich unsere Wege mal kreuzen, weil vor 10, 15 Jahren, wo ich so ein bisschen in die Szene reingekommen bin und wir haben darum da, wer läuft da, wie läuft es da, wer singt mit, hat es noch nicht so viele Leute gegeben. Der Trend hat dann so ein bisschen angefangen, nach meiner Wahrnehmung. Und dann haben wir uns irgendwann mal begegnet, auf Workshops, auf Anlässen, Stubbeten und haben gemerkt, mit der Zeit, es funktioniert gut, unsere Stimmen gehen gut, komm, wir machen etwas. Und dann, wie ist das denn weitergegangen? Wie sind ihr zum Namen gekommen? Was ist denn das Konzept? Wie haben ihr das entwickelt? Also wir hatten mal ein erstes Konzert gehabt, wo wir engagiert worden sind. Und das war für uns eigentlich ein Versuchsballon gewesen. Und es hat sich, wie gesagt, wie Dina vorhin gesagt hat, sehr gut angefühlt. Und dann haben wir gemerkt, auch wenn wir weitergehen. Und es war eigentlich von Anfang an klar gewesen, wenn du jodelst, dann ist es immer eine Frage. Es geht immer um Heimat, um Identität und so. Und wie du ja bemerkt hast, wir sind beide nicht aus Basel ursprünglich und trotzdem sind wir sehr da daheim und fühlen uns da sehr daheim. Ist es irgendwie klar gewesen, dass wir die Zugehörigkeit zu dem Ort, wo wir da uns gewählt haben, dass wir das sozusagen ins Zentrum von dem Duo stellen, ins Zentrum auch von dem, wie wir uns anlegen, ins Zentrum von der Musik, die wir machen. Und so sind wir eigentlich dort gelandet, dass wir, ja, unsere Identität ist eine urbane Identität und die kommt jetzt auch in dem Duo zum Tragen. Ich meine, Jodeln ist jetzt nicht gerade in Basel bekannt als traditionelles Basler Kulturgut. Wie kommt das hier an, dass ihr das Jodler-Duo habt?
Also mittlerweile ist es tatsächlich ein Basler Kulturgut, also ein urbanes Kulturgut. In allen Städten wird es praktiziert. Vor 10 Jahren war es noch ein bisschen anders. Dann war es mehr noch so, es ist etwas Spezielles, was du jodelst, krass. Und weil es dann so ein bisschen die Tradition am Aufbrechen ist, dass es nicht nur etwas ist, das man streng nach Regel X muss machen, sondern dass es so einen freien Ausdruck bekommen kann. Das ist aber mittlerweile in der Mitte angekommen, würde ich sagen. Jetzt gibt es euch als Duo seit 10 Jahren. Was habt ihr jetzt im neuen Jahr von Plan und Ziel? Wo sieht man euch? Was macht ihr? Wir haben jetzt gerade an der Stubete gesungen am Sonntag und das war so der Schlusspunkt vom letzten Konzertbogen, vom künstlerischen Programm, das wir bis jetzt gesungen haben in den letzten Jahren. Und wir ziehen uns jetzt ein bisschen zurück, um neue Stücke zu schreiben, ein neues Programm. Wo man uns aber sicher wird können sehen, ist am 30. April in der Elisabethenkirche. Die feiert dann ihr 30-Jahr-Jubiläum. Und eine Station von unserer Reise war, dass wir eine urbane Jodelmesse für die Kirche schreiben durften. Und wir werden dort Auszüge aus der Jodelmesse Halleluja singen. Ihr habt ja auch ein Büchlein herausgebracht mit eigenen Jodelkompositionen. Genau, und so heisst es auch, Notenalbum. Also es ist ein Album mit Noten und es ist auch ein Fotoalbum und es ist noch eine CD dabei, beziehungsweise ein QR-Code, wo man das Audio herunterladen kann. Das ist während Corona entstanden und es ist unser Baby. Und man kann natürlich auch buchen für allerlei Anlässe, nehme ich an. Genau, das ist auch eine Musik, die für die verschiedensten Anlässe möglich ist und geht. Manchmal können die gleichen Stücke für ein Freudigsereignis sein oder auch für einen Abschied. Und eignet sich wunderbar, weil wir auch einfach als zwei Stimmen überall hinkommen können, überall hinstehen können, überall unseren Platz finden mit den Leuten. Ja.